wenn der Geist sich regt, Pfingsten. Herzlich willkommen zu unseren geistlichen Impulsen der katholischen Klinikseelsorge im Staufer Klinikum Schwäbisch Gmünd. Das Wort Pfingsten kommt vom griechischen Pentekoste und bedeutet 50, nämlich der 50. Tag nach Ostern. Nach der Erscheinung des Herrn an Weihnachten und seiner Auferstehung nach Leiden und Tod an Ostern feiert Pfingsten als drittes großes christliches Fest die bleibende Gegenwart Jesu Christi in seinem Geist. Dieser im Vergleich zur Geburts- und Leidensgeschichte recht abstrakte Inhalt des Pfingstfestes wird durch Symbole umschrieben. Der Heilige Geist als Geschenk Gottes kommt auf die Menschen herab wie Feuerzungen, wie Sturmesbrausen, wie Lebensatem, wie eine friedliche Taube. Wer den Geist in sich entdeckt, kann sich selbst und andere begeistern. Wer die Gaben dieses Geistes erlebt, lebt aus einem guten Geist. So dürfen wir um Vergebung und Neuanfang beten. Ich bin da vor dir, mein Gott. Ich versuche, mein Leben zu verstehen. Du kennst und verstehst mich besser, als ich mich kenne und verstehe. Vor dir darf ich ans Licht bringen, was in mir dunkel ist. Vor dir darf ich zulassen, was ich vor meinen Mitmenschen zu verbergen versuche. Vor dir darf ich annehmen, was ich sonst nicht an mir wahrhaben will. Gott, durch Christus hast du mich und mein Leben angenommen. Du hast mich mit all meinen Schwächen und Fehlern angenommen. Komm mir mit deinem Heiligen Geist zu Hilfe, damit ich es wage, in das Dunkel meines Lebens zu schauen. Hilf mir zu verstehen. Schenk mir das Vertrauen und die Hoffnung, dass sich das Dunkel in mir in Licht und Leben verwandelt. Befreie mich in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes zu neuem Leben. Amen. Und so dürfen wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
hören wir die Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Eine der Gaben des Heiligen Geistes ist die Gabe der Stärke. Der 2013 verstorbene Erzbischof Ludwig Averkamp aus Hamburg hat dazu uns einige Impulse mit auf den Weg gegeben. Die Stärke, eine Gabe des Heiligen Geistes. Die Stärke, eine Gabe für uns Menschen heute. Unsere Welt wird sich zunehmend ihrer Begrenztheit bewusst. Unsere Zeit erkennt ihre Vorläufigkeit. Der Mensch unserer Gegenwart erlebt seine Hilflosigkeit angesichts einer gefährdeten Welt und seiner eigenen Unzulänglichkeit. Wir sind versucht, mutlos zu werden. Wir sagen, wir seien oft ausgebrannt und müde. Die Aufgaben werden uns zu groß und wir erleben, dass uns die Kraft verlässt. Wie oft bewegt sich nichts oder scheint nichts weiterzugehen in der Familie, der Nachbarschaft, der Gesellschaft. Die Mühe findet keinen sichtbaren Erfolg. Alles droht ziellos und kraftlos zu werden. Es ist zum Verzweifeln. Und dann lächelt uns jemand an. Einer bedankt sich, jemand wendet sich uns überraschend zu und einer hilft. Ein Kind hüpft, ein Mann singt, eine Frau spielt. Der Sonnenaufgang zeigt seine Schönheit und der Vogel zwitschert seine Freude. Wir erleben Gottes Schöpfung und seine Gemeinschaft. Wir finden Stille. Lebendige Worte, gemeinsames Gebet, hilfreiche Zeichen und menschliche Gesichter. Wir entdecken Chancen, Aufbrüche, Quellen und Neuanfänge. Wir finden Stärke, die uns geschenkt wird. Wenn wir unsere Schwäche annehmen, entfaltet sich Gottes Kraft.
Wenn wir unsere Begrenztheit eingestehen, wird uns die Stärke aus dem Heiligen Geist lebendig. Die Menschen können mit den Worten von Psalm 18, Vers 2 singen: Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. Und so dürfen wir im Vertrauen auf Jesus, auf Gott, auf den Heiligen Geist das Gebet beten, das Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott nun um seinen Segen.
Der allmächtige Gott gebe uns seinen Geist, der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, die alle verstehen. Der gütige Gott gebe uns seinen Geist, der zusammenführt und neu werden lässt. Der treue Gott gebe uns seinen Geist, uns und allen Menschen, damit wir ihm ähnlich werden. Und der Segen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns alle Zeit. Amen.